Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Purzelcake. Heute zu einem ganz besonderen Video, zumindest für mich, denn ich möchte euch heute eine saarländische Spezialität zeigen. Ein Leona-Kuchen, andere sagen auch Leona-Torte. Dazu brauchen wir als erstes einen salzigen Mürbeteig, den habe ich hier schon vorbereitet. Wenn ihr wissen möchtet, wie man solch einen Mürbeteig herstellt, schaut einfach mal unten in der Infobox rein. Das Video habe ich euch hier unten verlinkt. Ich werde es aber auch noch mal am Ende des Videos auf der Endcard verlinken. Ansonsten brauchen wir natürlich einen Ringelioner, zwei Zehen Knoblauch, eine große Zwiebel oder zwei, drei kleine Zwiebeln, dann 150 bis 200 Gramm Speckwürfel. Ich habe jetzt hier Schinkenwürfel genommen, die mag ich einfach lieber. Dann brauchen wir drei Eier, zwei bis drei Bund Schnittlauch, das könnt ihr aber auch durch eine Stange Lauch ersetzen. Dann brauchen wir auch noch diverse Gewürze, Salz, Pfeffer und Muskat. 300 Gramm Sahne und 2 bis 300 Gramm geriebenen Käse. Da könnt ihr einfach Käse eurer Wahl nehmen. Ich habe jetzt hier Emmentaler Käse genommen. Als erstes nehmen wir uns die Leona, schneiden die in angenehme Stücke, um sie zu schälen. Anschließend werden die Stücke klein gewürfelt, bis auf ein paar Scheiben, die wir für die Deko zur Seite legen. Als nächstes kommen Knoblauch und Zwiebeln an die Reihe. Die werden geschält und klein geschnitten. Ihr könnt das Ganze mit dem Messer ganz fein und klein schneiden. Ich habe dafür immer diesen Turbochef, der macht mir das immer ganz klein. Das finde ich super. Zum einen hat man da die Stinkerei an den Fingern nicht und zum zweiten schneidet er das Ganze richtig klein. Je nachdem, wie grob man die Stücke eben haben möchte. Ich möchte sie immer gern so fein wie möglich haben. Und dafür ist das Gerät echt klasse. Nun nehmen wir uns eine Pfanne, geben dort einen Schuss Öl rein und braten die Zwiebeln mit dem Knoblauch, den Speckwürfeln und den Leona-Scheibchen ein bisschen an. In der Zeit, wo die angebratenen Leona-Scheibchen auskühlen, kümmern wir uns schon mal um die Form und kleiden die mit unserem vorbereiteten Mürbeteig aus. Am besten macht ihr das auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit Hilfe eines Ausrollstabes oder einem Nudelholz. Ich nehme mir dann jetzt einfach die Form, drücke die in den Teig rein, so habe ich die passende Form, schneide das mit einem Messerchen aus und lege die so in meine Springform rein. Da habe ich gerade die perfekte Größe für an den Boden. Mit den Fingern drücke ich das Ganze noch ein wenig an den Rand und aus dem restlichen Teig forme ich eine lange Schlange, die ich dann in die Form reinlege und mit den Fingern am Rand hochdrücke. Mit dem Zeigefinger drücke ich dann auch nochmal den Teig in die Kante rein zwischen dem Rand und dem Boden, sodass sich der Teig ein wenig verbindet und nachher beim Backen nicht auseinandergeht.
Nun bereiten wir noch die Sahne-Ei-Mischung vor. Dazu nehme ich einfach einen Schüttelbecher, habe dort die Sahne reingegeben, gebe dort nun auch die Eier mit rein, würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskat und mixe das Ganze einmal komplett durch. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen, die Leona ist angebraten, die Form ist vorbereitet und ausgekleidet mit dem Mürbeteig. Nun kommt Schnittlauch dazu, da hebe ich mir ein bisschen noch auf, für später als Deko drüber zu streuen. Dann kommt auch der Käse mit rein, auch da hebe ich mir ein bisschen was auf, wo ich nachher als Deckel noch drüber streue. Anschließend gebt ihr die Leona-Masse in euren Kuchen rein, verteilt das möglichst gleichmäßig und anschließend kippt ihr eure Sahne-Ei-Mischung, die ihr vorher noch gewürzt habt, mit dazu. Zum guten Schluss geben wir nun den restlichen Käse als Deckel oben drauf. Dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen mit Schnittlauch dekorieren. Auch da hebe ich jetzt noch mal ein klein wenig auf, für nachher frisch drüber zu streuen. Und dann nehmen wir die restlichen Leona-Scheibchen, die wir vorher zur Seite gelegt hatten, und legen die als Deko mit oben drauf. Um einen schönen Abschluss vom Kuchen hinzubekommen, gehe ich mit den Fingern jetzt am Rand vom Teig lang und drücke den nach unten in die Höhe, wo der Kuchen endet. Dann wandert das Ganze für gute 40 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Schaut immer wieder mal rein, jeder Backofen heizt anders, dass euch der Kuchen natürlich nicht verbrennt. Bei mir hat das Ganze 40 bis 45 Minuten gedauert. Auch da müsst ihr einfach schauen, wenn das Ganze noch ziemlich wabbelig ist, dann lasst es einfach noch länger im Backofen, dann ist es noch nicht fertig. Ansonsten, wenn es nicht mehr groß am Wackeln ist, dürfte der Kuchen durch sein. Bei der Hälfte der Backzeit gehe ich immer hin und wende die Leona-Scheibchen auf dem Deckel, weil die halt immer ziemlich schnell dunkel werden. Die liegen halt als oberstes und deswegen bei der Hälfte der Backzeit gehe ich mit der Gabel hin und wende einmal die Leona-Scheibchen, sodass sie von beiden Seiten schön kross werden. Nach gut 45 Minuten ist der Kuchen bei mir nun fertig gebacken. Mit Hilfe eines langen Messers löse ich jetzt den Rand ein wenig, öffne dann die Springform und hebe vorsichtig die Form, also den Rand, ab. Nun dann noch etwas Schnittlauch, frischen Schnittlauch drüber streuen und fertig ist der Leona-Kuchen. Ihr könnt ihn warm genauso wie kalt essen. Wenn etwas übrig bleibt, einfach im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag ist er nochmal richtig schön durchgezogen. Wir essen ihn sowohl warm als auch kalt. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Probiert es aus, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!